Ja, was ich euch heute zeigen kann, ist, wir pflanzen jetzt die Bohnen. Guckt mal hier, das sind unsere Kisten, das müssen wir heute alles pflanzen, oder jedenfalls das meiste. Hier haben wir, auf der Seite haben wir schon, das ist eine Sorte der unserer Gartenbohne. Die heißt schwarze Bohne, wird sehr viel im Süden der USA und vor allem in Mexiko und den anderen mittelamerikanischen Ländern angebaut. Schwarze Bohne, würde man sagen. Und jetzt setzen wir daneben eine andere Phaseolus, also eine andere Art der in Phaseolus, nämlich die Feuerbohne. Kennen ja vielleicht viele von euch aus dem Garten. Ja, das ist Phaseolus coccineus. Ist also sehr eng verwandt zu unserer, mit unserer Gartenbohne, ist aber nicht dieselbe Art. Ja, also es handelt sich nicht um eine Sorte in dem Fall, sondern um eine Art. Und die, der geben wir was zum Klettern, das sieht man ja schon jetzt, dass die gerne klettern möchte. Und da pflanzen wir einfach an jedem von diesen Bambusstäben zwei so eine Bohnen. Und dann können die sich hier am Bambusgerüst vergnügen und wir können dann irgendwann die sehr wunderschönen tieforangen Blüten sehen und vor allem dann später diese breiten Bohnen ernten. Da freue ich mich schon sehr drauf. Da gibt es ja ganz tolle Rezepte. Wenn ihr da Erfahrung habt und ihr gerne mit der Feuerbohne kocht, dann teilt doch mal eure Rezepte, die ihr habt. Oder vielleicht macht ihr das auch ganz anders dass die da klettern. Vielleicht sät ihr sie anders oder irgend sowas. Wenn ihr da irgendwas zu teilen habt, dann erzählt uns mal ruhig davon, weil wir natürlich auch immer noch lernen. Also, und danach, ja, also hier in die Richtung, da kommen dann die ganzen anderen Bohnen, von denen ich euch schon mal erzählt habe. Azuki-Bohne, Lab-Lab und sowas. Das pflanzen wir jetzt langsam ein hier. Also, ab jetzt heiße Phase für das Hülsenfrüchtebeet auf dem Weltacker. Kommt vorbei, könnt ihr es euch angucken und mit mir über Bohnenrezepte fachsimpeln. Ich bin vor allem an Pasten aufs Brot interessiert, weil ich ja vom Fleisch wegkomme langsam. Ich sehe euch auf dem Weltacker. Und bis bald. Tschüss. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann folgt uns doch auf Instagram, Facebook oder checkt mal unsere Website. Und vor allem vergesst nicht, unseren YouTube-Channel zu abonnieren. Die Links findet ihr alle unten in der Beschreibung.